Für viele Vogelarten ist eine Bodenfütterung ganz wichtig. Sie gehen nämlich nicht gerne in Futterhäuser. Sie gehen auch nicht an Futtersilos. Das gilt zum Beispiel für viele Drosselvögel, für Goldammern, vor allen Dingen auch für Buchfinken, auch Bergfinken, die aus dem Osten kommen. Dafür ist eine solche Bodenfütterung sehr sinnvoll. Dafür gibt es ganz spezielle Einrichtungen, wie zum Beispiel diesen Futterrahmen mit Gasedraht. Der ist natürlich wesentlich besser, als wenn man das Futter einfach auf den Boden streut. Wenn man das Futter hier zum Beispiel in diesem Hauptteil auf diesen mittleren Gaseteil einbringt, dann kann es hier zwar nass werden, wenn es draufregnet, das macht auch gar nichts, aber es trocknet auch leicht wieder, weil der Luftzug unten durchgeht. Außerdem wird die Bodenfläche durch faulendes oder schimmelndes Futter nicht versaut, was viele Leute im Garten auch nicht haben wollen. Und außerdem kann man zum Beispiel verschiedene Futtermittel in verschiedene Bereiche geben, wie hier etwa noch Sonnenblumenkerne, die dann ganz besonders von Liebhabern wie Amseln und so weiter angenommen werden können. Es gibt auch noch einen weiteren Vorteil. Manche Vogelarten, wie zum Beispiel die Heckenbraunelle oder der Zaunkönig, die gern in kleinste Höhlungen schlüpfen, die gehen hier unten drunter und holen sich kleinste Futterpartikel, die durchgefallen sind. Dasselbe gilt für Spitzmäuse. Und die fressen hier unten drunter sehr viel lieber als in diesem Haufen mit grobem Futter. Also eine wichtige Einrichtung für Vögel, die unbedingt am Boden gefüttert werden sollte.